Als kleiner Junge hab ich mich ins Verlaufen. Ich glaub, ich wollte mir nur ein Rahmkamelchen kaufen. Ich von mein Straß nicht mehr und das war schwer. Der Schutzmann fragte mich, wo küsst du her? Ich hatte Angst, erinnere mich beim Schnawitsche. Im Geiste sah ich mich der rechte Mann im Kitsche. Ich bin eine Kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin eine Kölsche Jung und so ein Lachen. Guten Morgen und herzlich willkommen zur neuen Tour. Ja, ich laufe die gesamte Strecke des Ahrsteigs als Tourhike. Hab jetzt mal 4 Tage geplant. Gucke mal, wie es wird. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt ihr einfach ein Stück mit. Als kleiner Junge hab ich mich ins Verlaufen. Ich glaub, ich wollte mir nur ein Rahmkamelchen kaufen. Ich von mein Straß nicht mehr und das war schwer. Der Schutzmann fragte mich, wo küsst du her? Ich hatte Angst, erinnere mich beim Schnawitsche. Im Geiste sah ich mich der rechte Mann im Kitsche. Doch ich merkte, er meidet gut mit mir. Ich seh ihn dann treuherzlich ob mein ihr. Ich bin eine Kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin eine Kölsche Jung und unten lache. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen ist Köln Alaf. So, hallo nochmal. Ja, ich laufe den Ahrsteig. Das heißt, ich laufe den Ahrsteig komplett durch als Thru-Hike. Ich habe geplant 4 Wandertage, 3 Übernachtungen. Davon werden 2 im Wald sein und in der Mitte habe ich mir einen Campingplatz ausgesucht, damit ich die Akkus aufladen kann und auch mal duschen. Ja, so ist das geplant. Heute, erster Tag, ist quasi so ein bisschen die Einlaufetappe. Ich laufe von Blankenheim, wo ihr schon die Aufnahmen von der Quelle gesehen habt, über den Freilinger See bis nach Aremberg. Da habe ich mir einen Spot ausgesucht zum Übernachten. Und ja, das sind so 23, 24 Kilometer. Das wird meine erste Etappe sein. Ich habe auch schon jetzt den ersten Wanderer kennengelernt. Wir gehen ein Stück zusammen. Älterer Herr, sehr fit, ja, macht großen Spaß. Wir tauschen uns aus. Das heißt, ich werde ein ganzes gutes Stück mit ihm zusammengehen, soweit wie es passt. Und wenn ihr Lust habt, ist es so wie immer. Bleibt dabei. Wenn nicht, das wisst ihr auch, auf dem Kanal ist Zwang, ihr müsst mitkommen, ihr habt gar keine andere Wahl. Ich freue mich, ich hoffe ihr auch. Und oh, bevor ich es vergesse, liebe Grüße an Patrick und Sabrina. Vom Kanal Trailroads. Ihr seid diesen Weg letztes Jahr gegangen. Da hatte ich schon den Wanderführer gekauft und ihr seid einfach gegangen. Ich habe gedacht, mit dem Rheinsteig hätten wir das geklärt. Wie auch immer, viele liebe Grüße und bis später. Ich stehe doch schwer an meiner Mutter hängen,
und hätt sie mit mir auch manchmal kräftig schenge. Im Grunde war ich einfach immer der liebe Jung. So leicht sprach ich sie nicht aus dem Fassung. Und hatt ich uns ein Sammeltas zerbrochen, dann merkte ich, jetzt hast du jetzt verbrochen. Die Mam sagt nur zu mir, du küsst nicht für die Tür. Ich sag nur, Mam, ich kund doch nichts dafür. Hallöchen. Ja, da vorne seht ihr schon den Hühnerberg. Da werde ich meine zweite Mittagspause gleich machen. Zweite deshalb, weil die erste habe ich jetzt am Freilinger See gemacht. Da habe ich mir aber nur eine Elektrolytauffüllung gegönnt. Essen werde ich da oben gleich was mit Fernsicht über das Tal. Das wird bestimmt großartig. Ja, ich habe, wie ihr ganz kurz bei der Brücke gesehen habt, bin ich den Weg gar nicht alleine gelaufen, sondern ich habe nach 3 Metern des Weges, den ich überhaupt gegangen bin, den Jan kennengelernt, der dieselbe Etappe wie ich laufen wollte, allerdings nur so als Tagesetappe, ohne Übernachtung, und wir sind ins Gespräch gekommen und ja, das ist wirklich ein super Typ. Mit dem habe ich ganz, ganz viel Spaß gemacht. Der musste nur leider jetzt am Freilinger See verletzungsbedingt aussteigen. Ja, schade, sonst wären wir sogar den gesamten Weg für heute zusammengegangen. Und ja, auf diesem Wege, falls du siehst, Jan, ich hoffe, der Achillessehne geht es wieder besser. Hat großen Spaß mit dir gemacht. Ja, wie ihr seht, ist nicht mehr lang, wird noch so ein kleiner Haken runter ins Tal gehen, bevor ich da hochgehe. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich nachher nochmal und erzähle dann noch was über den Weg. Ich bin ein kölscher Jung, was willst du machen? Ich bin ein kölscher Jung und unjen lache. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen ist Kölner Lach. So, schwupp, das war zu weit. Ja, da war ich gerade im Hühnerberg und habe da noch mal bisschen was gegessen. Ja, ich habe, wie ihr merkt, heute so eine kleine Schleichetappe. Das ist eine Etappe zum Einlaufen, die hat nur 24 Kilometer. Und ich möchte heute bis Aremberg kommen und möchte dann auch auf dem Aremberg oben an der Schloss- und Burgruine mein Zelt aufschlagen und da die Nacht verbringen. Ja, das ist so der Plan. Ich glaube, ich habe mir trotz aller Unkenrufe das richtige Wetter ausgesucht. Bisher ist der Weg richtig klasse, auch wenn es ab und zu hier über geschotterte Feldwege geht. Aber ich hatte auch schon richtig schön Waldwege, Single Trails, alles gehabt. Hoppala. Ja, ich genieße jetzt noch ein bisschen die Sonne und kann, wie gesagt, ordentlich trödeln, weil ich will natürlich auch nicht zu früh ankommen, weil erstmal müsste ich dann eine ganze Menge Zeit totschlagen und zweitens kann ich in der Zeit ja auch einfach ein bisschen die Landschaft genießen.
Ich rate dir, lass nie der Kopf hangen. Lauf in der Darin, dann wirst du dich schon fangen. Denn wenn du nicht mehr lachst, das ist vergeht. Sing doch den Mutterspruch, ob Kölsche Lied. Sing so wie ich, du brauchst dich nicht zu schammen. Hast du große Lust, dann singe mir zusammen. Denn wenn du eines Tages für im Himmelsbett stehst, dann sagt dem Petrus heimlich still und leis. Als kleiner Junge han ich mich ins Verlaufen. Ich glaub, ich wollt mir nur ein Rahmkamelche kaufen. Ich von mein Straß nicht mehr und das war schwer. Der Schutzmann fragte mich, wo gehst du her? Ich hatte Angst, erinnere mich beim Schlawitsche. Im Geiste sah ich mich der rechte Mann im Kitsche. Doch ich merkte, er meidet gut mit mir. Ja, ich bin jetzt, wie man sieht, an der Schloss- und Burgruine Arenberg angekommen. Ja, ich bin eigentlich viel zu früh, weil die Etappe des ersten Tages, die so als Reinkommen-Etappe gedacht war, war mit 24 Kilometer offensichtlich nicht lang genug. Ich habe jetzt über zwei Stunden in der Burgschenke in Arenberg unten im Dorf gesessen und habe ein bisschen von der Sonnenterrasse den Ausblick aufs Tal genossen. Ja, bin jetzt noch hier hochgekommen und ja, eigentlich könnte ich durchaus noch ein paar Kilometer gehen, aber da kommt nicht mehr viel, wo ich lagern könnte. Zumindest nicht in erreichbarer Weite. Deshalb habe ich mich jetzt entschlossen, ich bleibe hier. Mach das genau so, wie ich das geplant habe. Ja, ich werde mir jetzt in Ruhe noch was zu essen kochen, werde den Abend noch ein bisschen ausruhen, werde wahrscheinlich sehr früh ins Bett gehen und entsprechend früh morgen aufbrechen. Ja, der Weg, den ich heute gegangen bin, setzt sich zusammen aus der ersten und der zweiten Etappe des Arsteigs. Und ja, die erste Etappe war toll, die war sehr schön zu laufen. Die zweite Etappe hat so ein bisschen geschwächelt wegen der Forstwege, die wirklich schnurgerade durch den Wald gegangen sind. Auch wenn es sich da um alte Römerstraßen handelt, hat es das nicht wirklich rausgerissen. Es war halt einfach blöd zu laufen. Und dann ist mir auch relativ egal, ob da 2000 Jahre vorher irgendwelche Italiener langgelatscht sind. Es war trotzdem blöd zu laufen. Ansonsten, ja, die Fernblicke, die man so hat, diese sehr weiten Blicke über das gesamte Tal bis auf die nächsten Bergkämme, super, richtig, richtig toll. Zum Glück habe ich auch mit dem Wetter Glück, denn eigentlich war für heute und bis einschließlich morgen Mittag Regen angesagt. Den habe ich zum Glück nicht gehabt. Ja, also ich entspanne jetzt hier so ein bisschen und würde sagen, wir sehen uns einfach morgen wieder. Madet jod. Ich bin eine kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin eine kölsche Jung und du lache. Ich bin auch sonst nicht schlecht.